Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Mittwoch habe ich mir gedacht, wir schauen einfach mal, wo sich dein Rad des Schicksals denn so hinbewegt. Also wo wir nicht explizit auf ein bestimmtes Thema schauen, wir schauen einfach mal, was hier kommt durch die Karten. Schauen wir einfach mal, wo es für dich hingeht, wo sich es für dich hinbewegt, wo sich dein Rad des Schicksals hindreht, in welche Richtung. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel, meine Lieben. Es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich aber hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv als weibliche Kraft hier diene, da deute ich die weiblichen Karten nochmal als Zuschauerkarten und die männlichen Karten für das Gegenüber. Ich versuche aber dabei immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist, sodass ihr euch das besser in eure Situation umdeuten könnt. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass wir hier im Uhrzeigersinn gehen, ne? Wo du vielleicht gerade stehst, wo es noch hingeht und dann das Endergebnis der Legung. Und dann habe ich immer gefragt, was dich denn dabei unterstützt. Da habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Und am Ende schauen wir gemeinsam unter das Kartendeck, was da noch für eine Zusatzbotschaft für uns da ist. Gut, dann haben wir das Vorgeplänkel erledigt und wir starten in die Karten. Und dann habe ich hier die 10 der Schwerter. Also es kann eine Situation sein, in der du dich gerade befindest, in der du dich schon befunden hast oder die noch auf dich zukommt. Also hier ist ein Ende angezeigt. Mit den 10 der Schwertern ist hier ein Ende angezeigt, ist hier ein Verlust angezeigt. Ist hier ein Abschluss angezeigt? Ist hier vielleicht eine Trennung angezeigt? Also irgendwas hat hier ein Ende erfahren. Ne? Ich habe hier auch die Person, die hier am Grab sitzt. Also irgendwas ist hier zu Ende gegangen mit den 10 der Schwertern. Und es könnte etwas sein, was dich niedergestreckt hat. Mit den Schwertern könnte dich das verbal niedergestreckt haben. Ne, also, dass jemand mit diesen Schwertern kommunikativ auf dich zugekommen ist. Es könnte dich emotional, es könnte dich seelisch niedergestreckt haben. Aber das Gute an den 10 der Schwertern ist, das ist so der Abschluss. Da kommt nichts mehr dazu. Ne? Also schlimmer kann es hier nicht werden. Hier wird etwas auf jeden Fall beendet. Hier wird etwas zu Grabe getragen. Vielleicht auch was, was du lange mit dir rumgetragen hast, was sich vielleicht auch schon lange nicht mehr stimmig angefühlt hat. Beendest du hier und trägst das zu Grabe. Das können auch alte Verhaltensmuster sein, alte Glaubenssätze sein. Na, also es muss nicht immer von außen kommen. Und wir haben hier den Mond. Morgen ist ja auch Neumond. Also vielleicht wäre es heute noch günstig, etwas in den Abschluss zu bringen, dass du in der Neumondphase wieder von Neuem beginnen kannst. Na? Weil hier so explizit der Mond angezeigt ist. Also irgendwas geht hier zu Ende. Mit den 10 der Schwertern ist es häufig schmerzhaft, dieses Loslassen. Aber die 10 der Schwerter sagt auch, also das ist dann wirklich ein Ende. Dann beginnt es mit dem Ast der Schwerter von Neuem. Also hier kommt nichts mehr Schlimmeres dazu. Ne? Es hat sich jetzt einfach so ergeben, dass hier ein Ende liegt. So, dann schauen wir mal, wie du denn unterstützt wirst. Dann habe ich hier die Fülle und dann habe ich hier die Zukunft. Also du sollst trotzdem positiv auf die Zukunft schauen und du sollst hier an die Fülle glauben. Und ich denke auch, du bist jemand, der sehr in der Fülle ist. Ne? Wir haben hier eine Schatztruhe im Inneren erfüllt und im Äußeren erfüllt. Du bist jemand, der sehr gerne gibt und auch trotzdem auch von den Menschen bekommt. Ne? Also das ist das Geben und Nehmen ist hier im Fluss. Das wirst du auch in Richtung Zukunft wieder merken, ne? Dass die innere Fülle, die du in dir trägst, auch dir im Außen begegnet. Also hier kommt auf jeden Fall wieder Licht rein in diese Situation und du solltest positiv an die Zukunft denken und auch mit einer Fülle, also diese Fülle nach oben abgeben, ne? Diese Fülle manifestieren, dass es in eine erfüllende Zukunft geht.
für dich, ne? Also damit wirst du hier unterstützt. Vielleicht findet dieses Ende auch statt, dass du endlich in die Fülle gehen kannst. Das kann auch sein, ne? Dass das Universum sagt, das muss einfach abgeschlossen werden, damit du jetzt in die vollkommene Fülle, in die vollkommene Erfüllung gehen kannst in Richtung Zukunft. Und dann nehme ich hier aber wahr, dann ist deine Zukunft aber auch erfüllt, ne? Im Innen und im Außen, mit Liebe, mit Geld, mit materiellen Dingen, mit Zeit, mit Verlässlichkeit, mit Stabilität und Sicherheit. Also das muss es hier, das musst du erst loslassen und dieses Ende ist wichtig, damit du hier komplett in diese Fülle gehen kannst. Na, so kriege ich das rein. Und das Universum sagt dir ja auch, glaube an diese erfüllende Zukunft. Na, das liegt hier. So, dann schauen wir mal, wie es denn hier weitergeht. Und dann habe ich hier die 5 der Kelche. Also es kann hier ein emotionales Ende sein, was hier liegt. Ne? Ein Ende, was mit Gefühlen, was mit Emotionen zu tun hat. Also wo du hier auch auf diese 5 Kelche blickst und hier ist wirklich alles verschütt gegangen. Ne? Im Rider-Waite ist es so, dass 3 Kelche umgefallen sind und es stehen noch 2. Und diese Karte sagt, man soll sich auf die 2 Kelche konzentrieren, die hier noch stehen, aber hier sind alle 5 umgefallen. Ne? Also hier ist alles raus aus diesen Kelchen und das ist wichtig. Also hier ist ein wirkliches Ende angezeigt. Ne? Also wo es auch vielleicht kein Zurück mehr gibt, wo es einfach das Universum möchte, dass du hier in eine erfüllende Zukunft gehst. Und deswegen sind ja auch komplett diese 5 Kelche umgefallen. Aber diese 5 Kelche sind ja auf dem Blumenbeet umgefallen. Und diese Blumen haben Wasser bekommen. Ne? Hier war ja Emotion drin, hier war ja Wasser drin. Und das sagt mir, dass es auch was Positives gibt, was du aus dieser Situation rausziehen kannst. Auch wenn die 5 der Kelche sagen, oh je, hier ist ganz, ganz viel kaputt gegangen, hier ist viel verschütt gegangen. Hier sind vielleicht auch Tränen geflossen. Hier bin ich traurig drüber, über dieses Ende. Ne? Aber hier kann wieder etwas erblühen. Ne? Durch die Kelche, die hier umgefallen sind, durch das Wasser, was hier in den Boden gegangen ist, kann wieder etwas Schönes wachsen, kann wieder etwas Schönes gedeihen, kann wieder etwas Schönes erblühen. Ne? Und das ist auch das, was mir hier die Karten sagen. Also es braucht dieses Ende, dieses zu Grabe tragen. Damit hier eine positive Zukunft, eine erfüllende Zukunft auf Dauer entstehen kann. Ne? Deswegen mussten auch hier komplett diese Gefühle durchlebt werden. Ne? Diese 5 Kelche, die hier gefallen sind, diese Gefühle mussten komplett durchlebt werden, mussten komplett umfallen, damit es hier durchgefühlt wird. Ne? Nicht, dass noch 2 stehen, ne? So diese Hoffnung und nee, das musste alles durchgefühlt werden. Na, also die letzten 2 Kelche sind ja auch noch gefallen. Das musste durchgefühlt werden, durchgelebt werden. Na, und dass man hier erkennt, okay, aber trotzdem gab es hier was Positives. Hier kann was Schönes wieder draus entstehen. Hier kann wieder etwas wachsen. Hier kann wieder etwas gedeihen. Na, vielleicht waren auch in den letzten 2 Kelchen hier ein trübes Wasser drin, was einfach noch umfallen musste, weil es einfach nicht mehr stimmig war. Na? Also nichtsdestotrotz können ja diese 5 Kelche wieder mit Wasser neu gefüllt werden. Ne? Aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass hier diese ganzen Emotionen, diese ganzen Gefühle, die mit diesem Ende hier zu tun haben, aus dir rausgehen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass etwas Neues, Schönes erblühen kann wieder in deinem Leben. So, dann schauen wir mal, wie du hier unterstützt wirst. Dann habe ich hier das Warten und die Akzeptanz. Also es kann sein, dass es eine Situation ist, mit der du dich hier schon lange beschäftigst. Dass es eine Situation wo du hier schon lange Zeit mit Worten verbracht hast. Und diese Karte möchte dir jetzt sagen, akzeptiere es einfach, wie es ist. Akzeptiere die Situation, wie sie ist und verbringe hier deine Zeit nicht mit Worten. Ne? Wenn du es akzeptiert hast und loslässt, dann kannst du dich hier von deinem Felsen wegbewegen und hier nicht mehr deine Zeit mit Worten verbringen. Ich kriege hier rein, dass du viel Zeit mit Worten verbracht hast. Ne? Und hier immer geschaut hast, kommt denn hier ein Schiff rein? So Sehnsucht hattest.
viel Sehnsucht hattest, lange gewartet hast, lange Hoffnung gehabt hast. Und jetzt ist einfach die Zeit dafür da, wo du merkst, die Gefühle gehen hier raus, die Gefühle, hier ist nichts mehr da zum Durchfühlen. Ich bin hier fertig mit dieser Situation. Und dann kannst du diese Situation akzeptieren und verbringst auch deine Zeit hier nicht mehr mit Warten, ne? Denn die Zeit mit Warten zu verbringen, das ist keine gute Option, ne? Lebe dein Leben, genieße dein Leben. Du hast ja viel zu viel Zeit verstreichen lassen, ne? Aber es war vielleicht jetzt erst der richtige Zeitpunkt, wo du sagst, okay, hier ist das Ende, es ist alles durchgefühlt, ich akzeptiere jetzt die Situation, wie sie denn ist. So, dann schauen wir, was als nächstes kommt und dann kommt die vierte Schwerter, das ist die Heilung. Also sehr gut aufeinander aufgebaut. Hier das Ende, hier die Gefühle, die durchfühlt werden möchten. Und hier die Heilung mit den vier Schwertern. Hier geht es um Rückzug. Hier geht es darum, wieder Energie zu tanken, wieder deine Kräfte zu sammeln, wieder zu Kräften zu kommen, zur Stärke zu kommen und hier sich einfach auch auszuruhen. Und hier haben wir den Winter. Na, also es kann sein, dass es für manche bis in den Winter reingeht, aber für die meisten kriege ich rein, wir kommen ja jetzt aus dem Winter. Also bei uns hat es letzte Woche nochmal geschneit hier. Na, und es taut jetzt alles. Es darf jetzt alles tauen. Du darfst jetzt wieder aus deinem Winterschlaf erwachen. Na, mit neuen Kräften. Wenn du dich regeneriert hast, wenn du dich genug regeneriert hast, wenn du dich hier von erholt hast und dann darfst du hier aus deinem Winterschlaf wieder erwachen. Wenn hier alles getaut ist, wenn der Schnee, dieses Kalte, hier geht auch was Kaltes raus aus dieser Situation, aus dieser Begebenheit. Kriege ich ganz stark rein, hier geht was Kaltes raus. Dann taut ja der Schnee und wird zu Wasser. Na, dann kommen hier wieder neue Gefühle, dann kommen hier wieder neue Emotionen, die mit dem Frühling erblühen können. Na, also es braucht dann. Wenn hier was abgeschlossen ist und du die Gefühle durchfühlt hast, brauchst du erstmal eine Zeit der Regeneration, der Stille, um dich mit dir zu beschäftigen, um vielleicht in die Meditation zu gehen, um dir wieder Ruhe zu geben, um wieder Kräfte zu sammeln, um hier wieder, ja, auch deinen Körper, deinen Geist, deine Seele mit positiver Energie aufzutanken. So, und dann kommen wir hier zur Zusatzkarte. Und dann haben wir hier auch die Entspannung liegen. Na? Also nimm dir die Zeit für deinen Rückzug, um in die Stille zu gehen, um zu heilen, um wieder deine Kräfte zu sammeln und zu bündeln. Na? Und entspanne dich, tu dir Gutes. Na? Mach vielleicht ein schönes Bad, ne? Mit einem schönen Licht an, mit einem schönen Aroma, mit einem Duftöl. Koch dir ein schönes Essen, genieße die Zeit draußen in der Natur. Schwimmen kriege ich ja auch rein, weil es ist ja, ich habe ja nicht umsonst diese Meerjungfrauenkarten genommen. Also Wasser spielt eine große Rolle. Geh vielleicht schwimmen oder bade viel, auch viel duschen, also so abduschen mit einem Salz, ne, dass das hier rausgeht, dass das hier gereinigt wird. Und ja, entspann dich einfach. Tu dir Gutes, vielleicht eine Massage, geh zur Kosmetik. Also alles, was dir gut tut. Oder mach einen Malkurs oder wenn du gerne musizierst. Also all das, was dir hier zur Entspannung beiträgt oder eine Meditation. Ne? Hier gibt es ja auch genug auf YouTube, die hier sehr, sehr schöne Meditationen anbieten. Mach dir das abends an und lausche in dich hinein. Also alles, was zur Entspannung beiträgt, alles, was zu deiner körperlichen, seelischen und geistigen Regeneration beiträgt, ist hier richtig für dich. Also entspanne hier nach dieser Situation und komm wieder zu Kräften. So, und dann kommen wir schon hier zum Endergebnis der Legung. Und dann habe ich hier einen König der Schwerter und den Turm. Der König der Schwerter kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Also ich vermute, es geht um diesen Menschen hier, wo hier ein Ende stattgefunden hat, wo hier ganz, ganz viele Gefühle verschütt gegangen sind, wo es aber dieses Ende gebraucht hat,
damit du hier in deine Heilung, in deine Regeneration kommst. Na, und während das bei dir passiert, kommt dieser Mensch hier in den Turm-Moment. Also bei diesem Menschen kriege ich rein, dieser Mensch hat hier ein Buch in der Hand. Das ist verschlossen, das drückt man so an den Körper ran. Also dieser Mensch war immer sehr verschlossen, was auch Emotionen, was Gefühle, was Liebe angegangen ist. Man hat ja auch Geheimnisse gehabt vor dir und man hat diese auch verbal geschützt. Ne? Also es kann sein, dass dieser Mensch auch sehr scharf geschossen hat mit seinen Worten dir gegenüber. Dass es hier derbe Worte waren, ne? Das kriege ich hier mit den Schwertern rein, dass dich jemand auch verbal angegriffen hat und du dann auch einen großen Herzschmerz hier hattest, ne? Dass bei dir auch Tränen geflossen sind. Dass dieser Mensch sehr, sehr im Kopf ist oder war und ja, dass es hier darum geht, dass dieser Mensch jetzt mit diesem Turmmoment, wo hier einiges einstürzt, ne? Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Ängste, Gebundenheiten an frühere Erlebnisse, das stürzt hier jetzt alles ein, weil hier möchte das innere Feuer möchte lodern, ne? Die Herzensenergie, die Seelenenergie möchte bei diesem Menschen lodern, ne? Und dadurch bricht es ja auch auf, ne? Also diese Geheimnisse werden auch zutage getragen, wenn hier der Turm bricht. Also dieser Mensch kommt hier in eine Situation, wo es hier wirklich einscheppert. Von außen, ne? Große Arkana, das kommt von außen. Hier scheppert es ein im Leben dieses Menschen. Das braucht es aber auch, weil dieser Mensch einfach zu verkopft ist. Dieser Mensch hat sich total abgespalten von der Herzenergie. Und es ist wichtig, dass dieser Turmmoment kommt, dass hier auch nochmal durchgefühlt wird. Dass hier auch nochmal ein Ende stattfindet, wie bei dir. Dass hier die Gefühle durchfühlt werden und dass hier Heilung geschieht, ne? Also ich sehe, dass es erst bei dir passiert und dann passiert es bei diesem Menschen, weil dieser Mensch ja auch erkennt, okay, was habe ich hier denn getan? Wie habe ich mich denn hier verhalten? Na? Wo ist er oder sie denn? Na? Hier gab es jemand, dieser Mensch hat ganz, ganz lange auf mich gewartet, war in der Fülle, hat immer gegeben, hat viel akzeptiert und jetzt ist hier Schicht im Schacht mit dem Turmmoment. Jetzt realisiert dieser Mensch erstmal, hier ist ein Ende da. Ne? Hier ist ein Ende da, hier hat es reingescherbelt. Und jetzt kommt dieser Mensch hier ins Erwachen. Von der Kopfenergie braucht es hier den Weg zur Herzensenergie. Ne? In die Wärme gehen, ins Licht gehen. Und hier darf viel abgelöst werden. Alte Glaubenssätze, Verhaltensmuster. Gebundenheiten an Menschen, die negativ sind, Gebundenheiten an Erlebnisse, die negativ waren, an traumatische Erlebnisse. Also hier bricht einiges ab im Leben dieses Menschen. Ne? Und dadurch werden auch die Geheimnisse zutage kommen, die man hier mit seinem Leben fast beschützt hat, ne? Wo man nicht sehr offen war, den Gefühlen, den Emotionen der Liebe gegenüber. Das wird der Turmmoment. Erledigen. So, und wo ist hier die Unterstützung? Und da habe ich hier die Positivität. Also, es geht auf jeden Fall positiv voran. Ja? Also, es kann sein, dass es hier ein Ende mit diesem Menschen gab, das nämlich sehr, sehr stark war. Und dadurch, dass dieses Ende, dass du dieses Ende hier durchlebst, auch diese Gefühle, auch die letzten Gefühle hier ausgegossen hast und hier in die Heilung gehst, geht es bei diesem Menschen jetzt dann in dieses Rad des Schicksals. Also du durchlebst das hier erst. Ne? Es kann auch sein, dass du hier gestartet bist. Ne? Dass dieser Mensch hier einen Turmmoment in deinem Leben ausgelöst hast, dass du realisiert hast, hier ist ein Ende, die Gefühle durchlebst hast und jetzt bist du in der Heilung. Bei diesem Menschen geht es dann aber hier los. Ne? Hier geschieht der Turmmoment und dann kommt dieser Mensch genau in dieses Rad des Schicksals, wo du schon durch bist. Und für dich geht es einfach positiv in Richtung Zukunft. Es kann auch für diesen Menschen dann positiv weitergehen. Aber hier braucht es ein Ende von alten Sachen, von alten Verhaltensmustern, Glaubenssätzen, traumatischen Erlebnissen, von Ängsten, von was auch immer, was man sich hier im Kopf festgesetzt hat, was sich lange festgesetzt hat, wo man nicht in die Fülle kommt.
Und das zu durchfühlen, um in die Heilung zu gehen. Und dann geht es hier sehr, sehr positiv weiter. Ne? Ich sehe ja hier die Fülle in Richtung Zukunft. Ne? Das ist die Hauptaussage. Hier muss etwas zu Ende gehen, damit die komplette Fülle in die Zukunft gehen kann. Damit du mit der kompletten Fülle in die Zukunft gehen kann. Und das ist dann auch stabil und sicher. Also da kommt nicht doch mal wieder hier so ein Turmmoment und solche Geschichten. Natürlich geht es im Leben immer auf und ab, aber es bleibt dann konstant in der Fülle. Vielleicht findest du dann auch ganz sehr die Fülle in dir und dadurch bleibt die Fülle dann auch im Außen. Also hier, das ist was, auch wenn hier negative Karten liegen, ne? Der Turm, das ist ein Moment, das kommt reingeprescht. Die 10 der Schwerter, die kommen reingeprescht. Die 5 der Kelche, die sind sehr emotional. Hier ist Leid, hier ist Schmerz da. Aber das braucht es, damit hier was Altes gehen kann und damit das positiv in Richtung Zukunft gehen kann. Und es kann dann auch bei diesen Menschen positiv in Richtung Zukunft gehen, so wie ich das hier sehe. Ja, dann schauen wir noch mal unter das Kartendeck. Und dann habe ich hier die 7 der Münzen. Also du hast hier lange, lange gewartet. Aber die längste Zeit hast du hier gewartet. Jetzt geht es endlich in die Zeit der Ernte. Ja, also das, was du Positives gesät hast über die ganze Zeit in dieser Situation, vielleicht mit diesen Menschen, das geht jetzt in die Ernte. Hier habe ich eine Person, die ist hochschwanger. Also es geht auf die letzte Zeit zu. Hier wird etwas neu geboren. Hier geht etwas in die Ernte. Hier geht etwas in die Fruchtbarkeit. Also du hast hier die längste Zeit mit Warten verbracht. Es geht hier positiv voran. Und dann habe ich hier noch die Zufriedenheit. Na, also du drehst dich hier weg. Na, also da, wo du die ganze Zeit hingeschaut hast, drehst du dich hier weg. Da, wo du die ganze Zeit gewartet hast, wo du Sehnsucht hattest, da drehst du dich weg und dann wirst du zufrieden sein. Na, verbringst ja deine Zeit nicht mehr mit Warten. Du drehst dich hier weg und wirst zufrieden sein. Na, hier habe ich das Positive, hier habe ich die Fülle liegen in Richtung Zukunft. Na, hier habe ich die Fruchtbarkeit liegen, dass etwas Neues geboren wird. Du wirst zufrieden sein. Ne? Auch wenn es hier ein Ende gab mit diesem Menschen in dieser Situation. Es kann sein, dass es mit diesem Menschen weitergeht. Das sehe ich hier aber nicht. Ich sehe hier nur, dass du das erst durchmachst und dass es dann dieser Mensch durchmacht. Wie das dann weitergeht, das werden wir später zu irgendeiner Zeit in irgendeiner Kartenlegung sicher sehen. Aber jetzt ist hier erstmal ein Ende passiert. Die Gefühle werden durchlebt. Hier kommt Heilung für dich rein und es geht positiv und erfüllend in Richtung Zukunft weiter und du wirst zufrieden sein. Na, das Warten geht raus. Du wartest hier nicht mehr. Du kannst jetzt endlich ernten, was du gesät hast. Und das ist eine sehr, sehr schöne positive Aussage in diesem Rad des Schicksals. Also das Rad des Schicksals dreht sich zu deinen Gunsten. Es wird im Englischen auch das Glücksrad genannt. Also es dreht sich in Richtung Glück, es dreht sich in Richtung Positivität und in Richtung glückliche, erfüllende Zukunft, wo du sehr, sehr zufrieden sein wirst. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen mit diesem Orakel. Vielleicht befinden sich einige gerade in dieser Situation, wo was zu Ende geht, wo es ums Loslassen geht, wo die Gefühle durchlebt werden und wo es in Richtung Heilung geht. Na, ich bedanke mich für euer Zuschauen, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch und über eure lieben Kommentare freue ich mich sowieso. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder, ihr Lieben. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss.